Wir sind hier mitten in Wien und wir haben gute Nachbarschaft. Das Polizeiheim, wir haben es am Bewerbungsvideo nicht wirklich erwähnt, aber gegenüber, keine Ahnung, wie viele Betten, wie viele Leute drin sind, aber ich schätze mal so 150 Polizisten werden hier schon schlafen. Wir sind das Katastrophenkommando, auf der Suche nach einem Fest. Falls es heute eins in dieser Stadt gibt, seid ihr sicher, wir finden es. Soll ich als Österreicher Austropop hören? Fendrich und Ambros, schön und gut, aber ein bisschen mehr Wumms dahinter sind schon mit den Hosen. Wochenlang warten wir drauf, wochenlang habe ich nichts sagen dürfen, nicht einmal meine besten Freundinnen, das ist der Wahnsinn! Heute bin ich da, yes! Und die Tischlerin muss stehen. Wir hätten uns gedacht, wir setzen uns alle hin. Ja. Maß Bier und. Dann machen wir das auch. Müssen wir uns auch mal klar. Nachdem die Polizei eben gleich gegenüber ist, haben wir irgendwie so die Hoffnung, wenn es doch zu laut ist, dass wir, wenn wir die Tür aufmacht und dann sieht er ein Entschuldigungsschreiben, dass im Endeffekt so der erste Ärger verraucht ist und es steht drauf, dass man der richtige Lärm, sage ich mal, 23 Uhr, 23.30 Uhr dann vorbei ist und vorher uns irgendeiner die Zugaben abdreht. Ist besser, die kriegen Snickers, weil falls es wieder länger dauert, haben wir gesagt. Die toten Hosen sind das. Die echten toten Hosen? Ja. Echt? Ernst? Ich kann anbieten wie der Schnitzel. Die weitesten fahren, die sind jetzt 7 Stunden unterwegs heute. Die haben richtig große Freude, weil die haben sich eben selbst beworben und bei denen ist es nichts geworden. Und dass jetzt die 4 dabei sein können, freut uns und freut sie. Aber wir brauchen da irgendwie eine Standleitung heute Abend. Also das Ergebnis will man wir schon haben Ticker, wissen. Wir haben Ticker. Wir haben Ticker auf der Wand. Ja. Einen analogen Leitung. Ich finde, also das Ergebnis wird immer an die Wand geschrieben. Panik habe ich nur wegen einer Sache. Meine Tochter ist jetzt 14 Monate und die bekommt Zähne und hat Schnupfen. Und da ist die Frage, ob meine Freundin heute das Konzert miterleben kann oder ob sie nach Hause muss. Hätte ich vor 14 plus 9 Monaten schon gewusst, was heute los ist, hätte ich es anders geplant. Also das Wichtige an einer Telemarklandung ist, ja, also wie gesagt, Anlauf. Oh Scheiße, da kommt der Dörfer. Ja, und dann kurz vorm Schanzentisch siehst du zu, dass du die Dynamik bekommst. Ja? Und wichtig ist die Landung. Ne? Absprung! Fliegen, fliegen, fliegen und. Und jetzt will ich Haltungsnoten. Keine schläft, super. Weltklasse, Weltklasse. Meine Frau steht da drüben überglücklich. Was will man mehr?